Willkommen bei Minecraft. So, nächster Ort hier. Dann wollen wir uns mal hier durchprügeln. Bud Spencer und Terence Hill on Tour. Ein Heiltrank ist immer gut. Gut. Jetzt können wir eigentlich den direkten Weg nehmen, weil wir haben die Hülle ja freigeschaltet. Ich könnte jetzt eigentlich direkt zum Lager, wenn ich faul wäre, aber ich brauche Level. Dementsprechend mache ich hier nochmal schnell alle Platte, auch wenn ich das hier schon zum, ach, weiß nicht, unzählige Male mache. Dann kann man auf jeden Fall als nächstes die den Erzhafen nehmen. Wo muss ich eigentlich hin? Ich laufe in die falsche Richtung. Ich weiß, da hinten war was. Ja, ja, ja. Okay, aber wir müssen da lang. Ich will schnell das Dorf noch besiegen. Die Kühe halten ja wohl nicht aus hier. Meine Pfeile brauche ich definitiv noch fürs Dorf, weil ich ja viel auf Fernkampf arbeite, kämpfe. Ich sage ja, Pfeile brauche ich noch und dann schieße ich ja mal mit den Pfeilen. Ja, ich laufe ja mal durch. Mit Level 9, mit Kraftstufe 9 auf Kraftstufe 4 zu hauen, ist ja auch keine Kunst. So. Kriege ich das hier noch hin? Gut. Das ist mir auch irgendwie neu. 362 Pfeile. Kann ich auch mal ein paar Pfeile verschwenden. So. Da ist auch noch eine Höhle. Ein geheimer Ort. Dann wollen wir den geheimen Ort doch gleich mal mitnehmen. Der ist nämlich auch nicht im normalen. Gut. Jetzt gehe ich mal hier drauf. So. 5 von 10 geheime... gefundene Geheimnisse. 0 von 4? Wo ist denn der Rest? 1 von 4. Geht doch. Ja, normalerweise steht hier, wenn man jetzt bei Kürbisweiden rauf geht, 0 von 2. Sobald ihr 0 von 2 seht, könnt ihr gleich neu starten. Und wenn ihr 0 von 4 seht, könnt ihr dann eben... Ja. Ja, weitermachen. So, ist hier noch was? Nö, hier lässt sich nicht mehr öffnen. Hier bin ich durch. Oh, selbst das Dorf sieht anders aus, ehrlich gesagt. Ich komme hier direkt von der anderen Seite. Oh, Levelaufstieg, das ist super. Levelaufstieg ist immer toll.
Das brauche ich. Wow, diese matschige Hülle. Diese, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich bin ja immer noch in diesem einen Level. Da zieht sich aber durch diese matschige, durch diesen Erzhafen, den man hier, den ich jetzt hier freigeschaltet habe, extrem in die Länge. Und jetzt komme ich eigentlich zum richtigen Dorf. Krass. Normalerweise ist dieses Level nicht so lang. So. Dankeschön. Für euch nehme ich auch noch alle mit hier. Diesmal gehe ich direkt auf einen Nahangriff. Äpfel und so weiter kriege ich ja hier komischerweise gut, mehr als genug. Solange nicht die glühenden Steine hochkommen, ist alles super. Der Magier. So, den Magier habe ich mit dem Fernangriff ganz locker hinbekommen. Hier ist allerdings, hier war ja auch noch ein Schiff. Ist jetzt immer auch bei dem Dings hier. Aber hier kann man nicht drauf. Hier ist beim Steg, aber da gibt es kein Schiff. Aber ich gehe zurück. Ich habe das wirklich, ja. Ich habe mich diesmal gefreut, dass ich vor allen Dingen in der Aufnahme, dass ich das gefunden habe. Ich habe so oft offline gespielt, diese Kürbisweiden. Und ich habe es nie Du gefunden. hast es geschafft. Und die Dorfbewohner der Kürbisweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen. So, wer den Cut gerade ein bisschen miterlebt hat, ich musste gerade was trinken. So, ja, schön. Gibt es hier was Neues bei den Händlern? Kein Ausrufezeichen, kein neuer Händler. Das ist ja meine Hut. Was haben wir denn jetzt? Der Erzhafen ist freigeschaltet. Gut. Dann haben wir ja hier unten. Gruselige Gruft ist von den Creeperwald. Matschige Hülle ist von Nasser Sumpf. Sobald ihr 0 von 1 steht oben bei geheimen Orte, kommt ihr auf die matschige Hülle. Kürbisweiden macht den Erzhafen frei. Sobald ihr 0 von 4 bei geheimen Orte hier habt, kommt ihr auf den Erzhafen. Ist hier alles freigeschaltet und ich verdrücke mich jetzt in der nächsten Aufnahme auf den Erzhafen. Jetzt können wir aber erstmal schauen. Hier zum Beispiel Gegenstände. Also mit jedem verwendeten Heiltrank erzeugst du ein zufälliges Nahrungsmittel. Mit jedem verwendeten. Manchmal erzeugst du manchmal Verbrauchsgegenstände. Und was ist das hier? Bei der Aktivierung eines Artefakts wird deine Bewegungsgeschwindigkeit kurzzeitig. Ja, aber ich benutze ja kaum Artefakte. Da mache ich jetzt mal Heiltränke. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die Folge ist jetzt mal eine Minute kürzer als die anderen. Aber was soll's? Die nächste wird dann dafür eine Minute länger als die anderen. Bye bye.